So, da sind wir auch wieder. Zurück bei Victory Bay. Aus dieser Gegend hier kommen noch Gegner, aber ich weiß nicht von wo. Die müssten anscheinend hier runterkommen. Was natürlich jetzt wichtig wäre, hier mal einzunehmen. Da liefert sich unser Predator noch mit dem Höllenhunden Battle. Problem ist, dass die Höllenhunde Anti-Infanterie-Fahrzeuge sind und der Predator halt durchaus auch gegen Fahrzeuge bestehen kann, wie man hier sieht. Ich habe übrigens den Tipp bekommen von Gewürztes Filet, der meinte, ich sollte mal mit den Pfeiltasten mich in der Karte bewegen. Geht leider nicht, Geschafft. da mein Standmikro vor den Pfeiltasten steht. So, hier ist ja alles wunderbar ruhig. Was können wir denn hier noch erforschen? Nichts mehr, okay. Dann, okay. Dann wollen wir mal hier Chaos-Munition bauen. Und es wird mal an der Zeit, dass wir hier mal die mächtigeren Gebäude rausholen. Wie zum Mein Beispiel Leben ist verwirkt. den unheiligen Opferaltar. Vielen, vielen Dank, du dunklen Götter. Wir haben nur noch einen Ketzer, dann brauchen wir mal einen zweiten hier. Wir Und stehen unter Beschuss. den wird da gerade ziemlich eingeheizt. Vernunft ist, was wir Wir Schwachen unterstützen mal unseren anbieten, Predator. Meister. Wir müssen diesen Angriff stören. Gebt dem Windicare-Tempel Bescheid, dass sie ihren Commander eliminieren sollen. Mehr als Ich einen Versuch befehle die brauche ich dunklen nicht. Mächte. Wir können hier nicht durch anscheinend. Gut. Dann müssen wir wirklich dann von dort aus angreifen. Meine Fähigkeiten stehen euch zur Wir sammeln uns Verfügung. mal wieder. Wir bringen das Böse in das Herz der Schlacht. So, der ist fertig. Ja gut, den Chaos-General können wir leider nicht mitnehmen, aber wir können hier trotzdem Kommandantenverbesserungen Für die machen. dunklen Götter. Und dann bauen wir mal eine Dämonengrube. Wir bauen es für euch. Besessene Chaos Space Marines haben wir bis jetzt noch nie gebaut, ne? Könnten wir eigentlich mal machen. Ah, die Chaosgötter sprechen zu mir. Ja, hier können wir auch mal die Truppenerweiterung machen. Wir haben hier noch nicht genügend Anforderungspunkte, ne? Wir haben ja gerade mal 15.000. So, genau. Die werden sich jetzt hier um die Einheiten kümmern. Die haben sich hier mit Minenfeldern verschanzt. Das ist auch mal was. Die haben wir hier noch vergessen mit reinzuziehen. Wir wollen jetzt nämlich hier einen Frontalangriff machen. Dafür bräuchten wir aber erstmal die geballte Truppenstärke. Und ich weiß nicht, ob wir die alle hineinziehen können. So. Dann Wenn das euer Wunsch lege ich ist. mal los hier. Haben wir den eigentlich noch? Ja, der ist noch unser. Den Sentinel, den überrennen wir quasi. Das ist natürlich auch meine Devise: Vernichten, verbrennen. Der müsste jetzt Chaos-Munition haben. Ja, das sieht man, wenn das Die Hauptgeschütz uralten lila Mächte des aufblinkt, dann Chaos haben wir stehen hier zu eurer Chaos-Munition. Verfügung. Die scheinen ja sehr effektiv zu kämpfen. Die haben anscheinend schon jeglichen Willen verloren. So, wir greifen jetzt mal hier die Brücke an. Wenn das euer Wunsch ist. Wir stürmen quasi auf die andere Seite und nehmen hier mal alles unter Beschlag. Also wenn das deren beste Verteidigung hier ist, dann sehe ich für die Schwarz. Und zwar schneller als wir für die Schwarze. Was ist denn jetzt hier auf einmal demoralisiert? Das ist wahrscheinlich vom Feuer des Höllenhundes. Hoffe ich jedenfalls. So, was kommt da? Ein Maschinensäher. Ja, diese Kack-Geschütztürme müssen so schnell weg. Und ich glaube, unser Predator ist drauf gegangen. Es ist egal. Wir rücken weiter vor. Und der ballert da einsam auf dieses Wenn Fahrzeuglager. das euer
Können wir noch irgendwo schwere Bolter ausrüsten? Nee, ne? Dann zerstört bitte diesen Höllenhund hier. Das ist mir nämlich eine sehr, sehr miese Einfalt. Ihr seht denn, dass die uns sehr schnell demoralisieren. Und uns auch aufs Maul hauen können. Wenn diese Geschütztürme hier nicht wären, wäre ja alles ein bisschen einfacher. Und genau die hinteren machen erstmal gar nichts. So. Oh, der aufstrebende Champion ist hinüber. Das darf natürlich nicht sein. Dann verliert der Trupp nämlich extrem schnell an Moral. Und wir schießen ja quasi ins Dunkel, wenn man das mal so sieht. So. Sehr gut. Da kommt noch ein Höllenhund. Der ist wahrscheinlich aus der Fahrzeuggruppe rausgekommen. Und genau dieser Primärtrupp, der hier wahrscheinlich am vordersten steht, wird von uns am meisten als Kugelfänger benutzt. So, ich bitte darum, das Hauptlager zu zerstören. Danke. Und jetzt noch den Rest hier des Fahrzeuglagers und dann erobern wir mal hier wieder die restlichen Punkte. Ihr euch vorstellen könnt. Müssen wir eigentlich nicht, aber so soll es sein. Ich möchte halt totale Kontrolle über das Schlachtfeld hier haben. Nix ist mit dem Bauen hier. Ich übernehme das jetzt hier. Der kommt hier noch klar, aber gerade so noch. Ich denke, ich werde ihn mal reparieren. So, dann wollen wir... Oh, wir brauchen eine Reliquie, die ist da oben. Wollen wir... Wollen wir unbedingt... Ja, ja, natürlich. Kai-Box bauen? Erhöht den Angriffsschaden von besessenen Chaos Space Marines. Wir verbessern nochmal die Gesundheit hier in der Kommandanten. Hier ist noch alles wunderbar. Das Gebiet eingenommen. Sehr nett. So, wir dringen weiter nach vorne. Geht's hier runter? Ich weiß es gar nicht. Ja, da muss es runtergehen, weil wenn dort Imperiale kommen, dann sollte es hier wahrscheinlich runtergehen. Laufen wir ein bisschen schneller hier. So, Kaibok-Teleportation haben wir erforscht. Und dann nehmen wir mal hier diese ganzen... Oh, was denn nun? Oh, weia. Los, los, los! Feuert auf mein Kommando die Titankanone! Feuer! Nachladen! Ich will das Geschütz noch einmal abfeuern! Okay. Da steht das Ding. Und schießt hier wahrscheinlich in diesem Radius. Dann müssen wir hier ganz schnell durch. Hier sehen wir auch den Timer, wann die Titankanone wieder schießen wird. Das darf... natürlich nicht sein. Deshalb müssen wir jetzt diese ganzen Plasmageneratoren, Thermoplasmageneratoren hier zerstören und dann hier auch den Kommissar der 5. Kompanie, die hier stationiert ist, töten, damit wir dann so gut wie ins Ziel marschieren können. Genau. Geht mal hier aus dem Gebiet ganz schnell raus. In 30 Sekunden ist wieder aufgeladen. Die braucht natürlich noch ein bisschen länger, um zu schießen. Nicht mehr lange durchhalten. Sie wunderbar. Für jeden einzelnen Tod bezahlen, Ketzer. Sie haben uns noch nicht geschlagen. Und besser denn je. Das super. Chaos
Da haben wir jetzt ein paar Verbündete bekommen. Die Titankanone wird angegriffen. Feuer umlenken, um sie zu schützen. Reparaturen einleiten. Ich werde den Schmerz der Maschinen lindern. Das sind jetzt quasi... Das sind jetzt quasi unsere Einheiten hier. Und, oh mein Gott, Minenfelder. Und das hier sieht aus wie die Ehrengarde-Einheit. Ja. So, haut mal bitte hier alle kaputt, die hier angreifen wollen. Wir verlieren hier schon wieder an Boden. Die gewinnen an Boden. Ich stehe unter Beschuss. Ich beschütze diese Generatoren. Haut mal den Panzer hier kaputt. Zum Glück haben wir hier den Chaos-Hexer dabei, ansonsten würden wir diese ganzen Minenfelder übrigens nicht sehen. Gut, dass wir den dabei haben. Ansonsten würden wahrscheinlich unsere Truppen hier total hinübergehen. Und wir verlieren hier schon wieder Trupps mehr und mehr. Noch und nöcher. Ich weiß nicht, ob es jetzt reicht, nur diese Reliquie einzunehmen oder nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. So soll es sein. Auf jeden Fall haben wir da noch ein paar. Ich stehe unter Beschuss. Beschützt diese Generatoren, Männer. Aus Götter verlangt es nach. So, und hier drüben noch. Dann erholen wir uns erstmal wieder von diesem Schlag. So, die machen hier schön alles platt. Das sieht echt gut aus. Chimären. Gut, gut. Dann haut alle Plasmageneratoren hier hernieder. Beschützt diese Generatoren, Männer. Und so richtig euphorisch spricht der Lukas Alexander auch nicht mehr. Ich denke mal, dass der auch so langsam den Willen verloren hat, zu kämpfen. So, die sind alle hinüber. Ne, da ist noch einer. Und, na gut. Ich stehe unter Beschuss. Beschütz diese Generatoren, Männer. So. Die Energiematrix ist weg, aber der Imperator ist noch immer bei uns. Zeigt ihnen die Hölle, Männer. Zeit, uns zu rächen. Jetzt könnten wir eigentlich, da die Imperialen schon mit angreifen auf die Hauptbasis, eigentlich hier mit angreifen. So, übernehmen Sie die Kontrolle über die Titankanone. Möchten wir das unbedingt machen? Nee, das dauert zu lange. Die dunklen Götter wachen über uns. Wenn wir einen Ketzer hierher schicken können, ja, natürlich. Wenn er das schafft, können wir das natürlich auch machen. Vorausgesetzt, er schafft das. Es ist mir jetzt egal, ob er dabei stirbt oder nicht. Denn wir haben eh nicht mehr viel hier zu zerstören. Das darf nicht sein. So, und wieder sind unsere Trupps ziemlich geschockt durch den Höllenhund. Nee, du verbrennst gerade in dem Feuer hier. Vernunft ist, was wir schwachen. Mich weise. Der braucht echt lange. Auch diese Stimmen? So, machst du überhaupt noch was? Der repariert echt lange. Gut, gut. Dann haben wir gleich eine Reliquie eingenommen. Dann können wir hier die Kai-Box zur Unterstützung schicken. Ja, dann schicken wir auch mal ein paar besessene Chaos Space Marines los. Und dann können wir auch den Blutdämon erforschen. Und da ist der Widerstand schon, den ich meinte. Kommt der Ketzer durch? Er müsste. Okay. Wir stehen unter Beschuss! So, jetzt macht man hier was. Ich habe die Macht. Ihr möchtet mal bitte das Gebiet verteidigen. So, die ziehen wir natürlich auch gleich hierher.
Wo sind sie denn? Da. Und zack. Die Macht des Chaos ist mit uns. Zack. Guten Tag. Gegner, wir brauchen Gegner. Ihr braucht erstmal eine geordnete Ansammlung wieder. So, Kaibox haben wir jetzt auch dazu. Haben wir irgendwelche Trupps vergessen oder so? Wir hatten echt nur 4 Trupps hier. Chaos ist die einzig wahre Antwort. Es ist so, als ob 1000 Stimmen vor Schmerz schreien. Zeit, uns zu rächen. So, die haben ja auch ihre geballte Armee. So langsam, glaube ich, die können das hier auch alleine fertig machen. So. Diese Orgrins halten echt viel aus. Oh, schön blutig massakriert jetzt. Und da gibt es einen Bug anscheinend, der steht mitten in der Luft jetzt. Der vernichtet sich selber. Gut, wir haben es geschafft. Mein Leben ist verwirrt. Wir wollen hier mal befestigen. Denn ich möchte mal gucken, was passiert, wenn wir diese Dings erreichen. Diese Thermoplasma-Dingens-Kanone da. Oh, wir haben da noch ein paar Minenfelder vergessen, so wie es aussieht. Da müssen die ja natürlich jetzt durch. So, gut. Dann haben wir das Gebiet befestigt. Denn ich möchte mal jetzt wissen, was passiert. Ach, da. Ja, komm schon, oder? Können wir eh nicht bauen. Ich habe jetzt keinen Bock darauf. Wir machen die jetzt. Wir müssen diesen Angriff stören. Gebt dem Windicare-Tempel Bescheid, dass sie ihren Commander eliminieren sollen. Wir geben jetzt dem befehlige die dunklen Mächte. Welchen nehmen wir dafür? Einen bitte ohne Chaos-Hexer, ansonsten geht der Chaos-Hexer weg. So, zack. Zack. So, das sollte eigentlich als Todesstoßtruppe reichen. Dann legen wir mal los hier. Ja, natürlich ist der Blutdämon jetzt wieder abgewählt. Ich hasse sowas. Jetzt haben wir nicht alle Einheiten. Sammelt euch mal bitte alle, danke. So, jetzt haben wir alle. Und wir düsen los. Ja, die besessenen Chaos Space Marines brauchen wir jetzt nicht unbedingt mehr. Wir legen hier einfach los. Und wir machen zum wiederholten Mal viel zu lange. 18 Minuten haben wir erreicht. Daher würde ich erstmal sagen, bis denn, ne? Tschaußen.